Seit März gibt es am Alexanderplatz in Finsterwalde einen Ort für flexibles und kreatives Arbeiten, den sogenannten Coworking Space Alex. Genutzt werden kann dieser vor allem von Menschen, die mal in einer anderen Atmosphäre arbeiten möchten. Hier kann man hinkommen, um flexibel zu arbeiten, sich einen mobilen Arbeitsplatz einrichten, um mal eine andere Atmosphäre zu haben. Vielleicht auch, wenn man Neugründer ist oder ein neues Business aufbauen möchte, sich hier erstmal ein Plätzchen zu suchen, an dem man überhaupt arbeiten kann. 13 Arbeitsplätze stehen aktuell insgesamt zur Verfügung. Hinzu kommen Plätze im Außenbereich. Die Vermietung erfolgt stundenweise und ist im Moment kostenfrei. Also als Voraussetzung kann man einfach mal gern herkommen, sich umschauen, was es hier für Arbeitsplätze gibt und dann anfragen, ob noch Kapazitäten frei sind, um sich hier niederzulassen oder einen Platz reservieren. Und dann kann man gern Arbeitsmaterial mitbringen, den Laptop, was auch immer man hat, und kann hier aber auch den Drucker nutzen. Wir haben hier ein freies WLAN zur Verfügung. Und natürlich auch ein bisschen Versorgung an Essen und Trinken. Im oberen Bereich des Hauses gibt es zudem abschließbare Büros und weitere Räumlichkeiten für die Nutzung, inklusive Audio- und Bildschirmtechnik. Diese sind dann kostenpflichtig. Aufgrund der zentralen Lage sind zudem öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Supermärkte oder Hotels problemlos zu Fuß erreichbar. Auch für Finsterwalde gab es einen Coworking Space bisher, noch nicht in dieser Art. Und hier so zentral gelegen bietet sich das, glaube ich, an in Zeiten von relativ viel Homeoffice, um mal eine andere Atmosphäre zu schaffen. Ausführliche Informationen zum Coworking Space Alex finden Interessierte auch im Internet auf der Homepage www.alex-ee.de.